machen weiter Leichtlehm. Leichtlehmwände wird dahinter gesteckt. Das haben wir bis jetzt schon gemacht. Und hier sieht man, dass aus unseren Wänden Grünes wächst. Natürlich wird das Ganze wieder absterben, wenn die Wände durchgetrocknet sind. Aber es ist trotzdem ein Zeichen dafür, dass unsere Wände gesund sind. Andere würden die Krise kriegen, wenn in ihrem Haus was aus der Wand wächst. Unser neues Gerüst, damit wir auch da oben dran kommen. Über die Kehllage muss ja auch gedämmt werden. So, und da hinten sind unsere Strohsäcke. Einfach Big Bags, eigentlich Wood Bags, die mit Holz gefüllt werden. Nur diesmal mit Stroh gefüllt. Stroh, was wir vom örtlichen Bauern, der das auf einer der Wiesen da drüben angebaut hat und uns vorbeigebracht hat. Das haben wir durch das Treppenloch nach oben getragen. Genauso unseren Lehm. Der Lehm wird da drüben gemischt. Wasser und Pulverlehm in der Colomix und wird dann mit dem Stroh in dem Eimer gemixt. Das Ganze kommt dann in das Fass und wird dann da hinten in die Wand gestopft. Wichtig ist, dass es nicht zu dicht wird, sondern schön luftig, aber immer noch fest. Wenn das durchtrocknet, wird es knüppelhart. Jetzt werden die Bretter dran geschraubt. Dahinter entsteht dann so ein kleiner Hohlraum und da wird dann das Stroh reingestopft. Da sieht man unsere Flächen. Da wurde schon angefangen zu mähen mit dem Traktor da unten. Und unser schöner Whirlpool steht da draußen auch. Ja, da hinten ist noch ein bisschen was zu tun. Die Wände müssen noch alle gedämmt werden. Dann unser Gemüsegarten und die Nachbarin. Hier mal der Hof aus einer anderen Perspektive. Da drüben sind unsere Lehmsäcke und da drüben die Mühle, die wir schon aus den anderen Videos kennen. Dieses Dach wird bald runtergenommen, da kommt ein neuer Dachstuhl drauf. So, wir gehen mal aus der Fabrik raus, hinten zum Traktor. Die Wiese wird jetzt bald weiter gemäht. Das ist ein Jansen-Mulcher mit 1,75 Breite an einem Branson Black Edition. Der Hänger steht zum Verkauf. Da kommt ein Interessent am Wochenende vorbei. Und hier ist unser schöner Bock. Hallo Hamlet. Hamlet ist total kuschelig. Jo, kleiner Mann. Hm? Und da kommt auch schon die gleich mit unserem Traktor mähen wird. Von den Hühnern. Hast du die Hühner versorgt? Ja. Essen und trinken. Essen und trinken. Hier sieht man nochmal die Fabrik von außen. Mit der sanierten Fassade und den neuen Fenstern. Die Dachfenster sind durch die Zimmermänner eingesetzt worden, die unteren Fenster dann vom Tischler. So, die kleinen Chickies. Das sind unsere Neuzugänge. Ohrpinken sind die gelben und die braunen sind Welsumer. Gut, dann wollen wir mal. Du mähst was? Die Streuobstwiese hinten. Ja, alles, was hier jetzt gerade im Mai so wie wild hochwächst. Wie wild hochwächst. Hinter den Schafen ist die Streuobstwiese und auch Hühner. Und dahinter wird jetzt noch gemäht. Ich muss nur das in den bringen. Neutral. Schön anschnallen nicht vergessen, liebe Leute.
musst du die gleich die Umdrehung natürlich hochkriegen, aber du kannst es jetzt erstmal senken auf die richtige Höhe. Hier ist unsere Streuobstwiese. Das Gras schon verhältnismäßig hoch. Aber die Bäume sind richtig gut angezogen. Alle Bäume haben Blüten. Bis auf die eine Quitte da hinten. Und hier sind unsere Hühnis. Das sind die Welsumer, die ihr schon aus früheren Videos kennt. Stehen einfach auf der Wiese und die drängeln sich an den Zaun, weil sie wissen, gleich gibt es was zu essen. Hallo Hühnchen. Ja. Das ist der selbstgebaute Stall. Und wir füttern den so ein Getreidemix selbst gemacht aus lokalem Weizen mit Muschelkalk. Zack. Da ist der Bock Hamlet. Den Schafstall haben wir zusammengebaut aus ein paar Paletten und haben oben drauf im Wesentlichen das Gestänge mit ein bisschen Folie gemacht. Und da kommt wieder Hamlet. Na, kleiner Mann. Na, kleiner Mann. Hamlet ist der Allerbeste. Hamlet liebt Löwenzahn. Ja, hier ist unsere Erdung. Wir haben 1, 2, 3 Erdstäbe für unser Weidegerät. Als Weidegerät haben wir das Patura P3. 12 Volt, 230 Volt. Weidegerät. Hängt dann hier hinten am Zaun dran. Und hier am Netz. Eigentlich ganz easy. Man muss halt nur wissen, was welches Kabel ist. Und hier sieht man es ganz gut. Das rote geht zum Zaun und das grüne geht in die Erdung, wie man auf dem Zeichen schon sieht. So, Hamlet ist wieder in seine Bude gegangen. Und natürlich die Susi wartet hinterm Zaun. Die macht aber den Schafen auch nichts und darf deswegen auch rauskommen. Hallo Schmucki. So, du bist die Beste. Ach, du bist ja die Allerbeste, oder? Du bist ja die Allerbeste. So. Ja. Ja. Ja, Schmucki kann das immer nicht haben, wenn man sie vergisst. So. Susi möchte sich diese Kartoffel verdienen. Ich habe eine Kartoffel. Susi liebt Kartoffeln. Susi darf keine Kartoffel. Sitz. Da unten ist der Ball. Susi, wo ist es denn? Wo ist es denn, Susi? Und jetzt holt mir Susi den Ball. Du bist fein. Komm her, Susi. Na, wo geht's denn raus, Susi? Und da geht's raus. Komm her. Dankeschön. Bitteschön. Ja, fein. Jetzt zieht sie sich genüsslich die Kartoffel rein. Man muss auch mal den Hund beschäftigen. Na, habt ihr Eier? Wie viele Eier haben uns Jünger gegeben? Acht. Und ich hatte heute 4. Schau mal, heute Mittag. Ja, und 2 heute Morgen, glaube ich. Die Theodor.